In diesem Trapez ABCD sind M die Mitte der Diagonalen BD und N die Mitte der Diagonalen AC. Der Auftrag lautet: Beweise vektoriell, dass der Vektor MN gleich ist zur Hälfte von der Differenz der Vektoren DC und AB. Wir schreiben zuerst die Hypothese auf. Zuerst haben wir das Trapez ABCD. Wir wissen, dass dieser Punkt M der Mittelpunkt von dieser Diagonalen BD ist und dass dieser Punkt N der Mittelpunkt von dieser Diagonalen AC ist. Beweisen sollen wir diese These. Also dieser Vektor MN, das ist die Hälfte von Vektor DC minus Vektor AB. Und um diese These zu beweisen, werden wir diesen Vektor MN auf zwei Arten in vektorielle Summen zerlegen. Zuerst MN, das ist Vektor MD plus Vektor DC plus Vektor CN, also so. Man kann den Vektor MN aber auch zerlegen in Vektor MB plus Vektor BA plus Vektor AN, also so. Der Vektor MN ist gleich zu dieser vektoriellen Summe, aber auch gleich zu dieser vektoriellen Summe. Also ist der Vektor MN plus Vektor MN, also 2 mal Vektor MN, gleich zu dieser vektoriellen Summe plus dieser vektoriellen Summe. Das heißt, wir werden diese zwei vektorielle Gleichheiten addieren. MN plus MN, das ist 2 mal Vektor MN. MD plus MB, schauen wir, MD plus MB, diese Summe, das ergibt den Nullvektor, weil M ja die Mitte von dieser Diagonalen BD ist. Dann haben wir noch DC plus BA und hier hinten steht CN plus AN. Schauen wir wieder. CN plus AN. Diese vektorielle Summe ergibt ebenfalls den Nullvektor, weil N ja die Mitte von dieser Diagonalen AC ist. Also, nach Addition dieser zwei Gleichheiten bleibt nur noch übrig 2 mal MN gleich DC plus BA. Jetzt brauchen wir nur noch die 2 rechts rüber zu setzen und den Vektor BA als minus AB umzuschreiben. Und somit haben wir unsere These erhalten und der Auftrag ist schon erledigt.